Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fachteil. Im heutigen Fachteil möchte ich auf die notwendigen Unterlagen für eine Immobilienfinanzierung eingehen. Also, welche Unterlagen man für eine Kreditanfrage braucht und wo man diese herbekommt. Der Kreditgeber braucht natürlich verschiedene Informationen über die finanziellen Verhältnisse des zukünftigen Kreditnehmers und über das Objekt, welches finanziert werden soll, um dann entscheiden zu können, ob der Kredit bewilligt wird oder eben abgelehnt wird. In der Tabelle hier sehen Sie notwendige Unterlagen aufgelistet und Sie sehen auch, woher man diese bekommen kann. Hier also entweder eigene Unterlagen und Aufstellungen oder beim Finanzamt, beim Arbeitgeber oder beim Steuerberater. Für die Prüfung der Kreditwürdigkeit benötigt der Kreditgeber erstmal den Nachweis über die vorhandenen Eigenmittel. Das kann man anhand seiner Kontoauszüge und Auszüge über zum Beispiel Aktiendepots und so weiter nachweisen. Das hat jeder bei seinen eigenen Unterlagen. Wenn es bereits einen laufenden Kredit wie zum Beispiel eine Autofinanzierung gibt, dann muss man dafür den Kreditvertrag zusammen mit dem Kontoauszug und dem aktuellen Saldo des Kredits mit den Unterlagen zusammen einreichen. Für die Bonitätsprüfung brauchen Angestellte und Beamte zusätzlich eine Selbstauskunft über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Hier hat üblicherweise jede Bank dafür ein eigenes Standardformular, das der Kreditnehmer selbst ausfüllen muss. In der Aufstellung werden die monatlichen Einnahmen, wie zum Beispiel Gehälter, das Kindergeld, Mieteinnahmen und auch die Ausgaben für Miete, Kredite, Leasingverträge, Versicherungsbeiträge usw. eingetragen. Daneben braucht die Bank noch die letzten drei Gehaltsabrechnungen, den aktuellen Einkommensteuer und auch den Rentenbescheid. Selbstständige und Freiberufler müssen zusätzlich noch weitere Unterlagen für die Bonitätsprüfung einreichen. Hier, wenn man bilanzierender Selbstständiger ist, werden die betriebswirtschaftlichen Auswertungen inklusive der Summen- und Saldenliste mindestens vom aktuellen Jahr und vom Vorjahr benötigt, oft auch über die letzten 3 Jahre. Die Auswertung muss vom Steuerberater dann als Beleg der Richtigkeit auch unterzeichnet sein. Daneben möchte die Bank auch die letzten 2 bis 3 Jahresbilanzen sehen. Wenn man nicht bilanzierender Freiberufler oder Selbstständiger ist, dann muss man den wirtschaftlichen Erfolg mit einer unterschriebenen Einnahmenüberschussrechnung belegen. Zusätzlich braucht man auch die Steuerbescheide und Steuererklärungen der letzten 3 Jahre. Hier noch ein kleiner Fehler in der Tabelle. Die Einkommensteuererklärung und Einkommensteuerbescheide, das kann man nochmals beim Finanzamt abrufen und nicht beim Arbeitgeber, wie es hier aufgeführt ist. Sollte man geschieden oder getrennt sein, dann muss man eine notariell beglaubigte Scheidungsfolgevereinbarung oder Trennungsvereinbarung vorlegen und bei Geschiedenen zusätzlich ein rechtskräftiges Scheidungsurteil und gegebenenfalls auch einen Nachweis über die Regelung der Unterhaltszahlungen. Hat man bereits eine bestehende Baufinanzierung, dann muss der Darlehensvertrag und auch die Jahreskontoauszüge der letzten 3 Jahre vorgelegt werden. Wenn man Einkünfte aus Vermietungen und Verpachtungen hat, muss man eine Mietaufstellung aufsetzen. Leerstände muss man hier ebenso aufführen und die Aufstellung unterschreiben. Alternativ überlässt man der Bank einfach Kopien der aktuellen Mietverträge als Nachweis, dann reicht das auch. Wenn das Mietobjekt durch eine Beteiligung an einer Gesellschaft gehalten wird, braucht man die Steuererklärung der Gesellschaft und auch den Feststellungsbescheid. Und natürlich, wenn man sonst irgendwelche Einkünfte hat, muss man diese ebenso mit den entsprechenden Unterlagen belegen. Ja, das waren mal die Unterlagen, welche für die Prüfung der Bonität gebraucht werden. Daneben muss die Bank auch wissen, für welche Immobilie der Kredit benötigt wird. Warum? Der Kreditgeber möchte den Kredit über die Immobilie selbst als Kreditsicherheit absichern, falls der Kredit eben nicht zurückgezahlt werden kann. In dem Fall wird die Bank das Objekt dann verkaufen und so durch den Verkaufserlös den Kredit wieder ausgleichen. Die Unterlagen dazu kann man an verschiedenen Stellen bekommen. Als Kaufinteressent bekommt man die Unterlagen entweder über den aktuellen Eigentümer oder den beauftragten Immobilienmakler und durch eigene Aufstellungen.
Falls man hier als Eigentümer Unterlagen verloren hat und wieder beschaffen muss, dann kann man sich auch an der Tabelle hier orientieren, wo man sich hinwenden muss. Für die Immobilienfinanzierung braucht die Bank grundsätzlich die Flurkarte und den Lageplan. Wenn keine Unterlagen vorhanden sind, kann man das beim zuständigen Katasteramt des Landkreises oder, wenn sich das Objekt in einem Stadtstaat wie Hamburg zum Beispiel befindet, beim Vermessungsamt bestellen. Den Grundbuchauszug bekommt man beim Grundbuchamt. Damit möchte die Bank aktuelle Eigentumsverhältnisse und Grundschulden zum Objekt einsehen. Bevor die Bank einen Kredit zusagen kann, möchte sie auch den Kaufvertragsentwurf sehen, den man dann beim Notar bekommt, bei welchem der Kaufvertrag zum Objekt auch beurkundet werden soll. Wenn ein Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus finanziert werden soll, muss man viele Unterlagen einreichen, welche man, falls diese nicht vorhanden sind, direkt beim Bauaktenarchiv auf dem zuständigen Baurechtsamt neu bestellen kann. Im Bauaktenarchiv, wie der Name schon sagt, sind alle Unterlagen archiviert, welche zur Erteilung der Baugenehmigung eingereicht wurden ursprünglich mal. Hier fordert die Bank Baupläne, Grundrisse, Schnitte, die Baubeschreibung, die Berechnung der Wohn- und Nutzfläche und die Berechnung des umbauten Raums. Wenn es um ein Mehrfamilienhaus geht, muss man auch die aktuellen Mietverträge zum Objekt einreichen. Diese kann man, falls diese verloren gegangen sind, direkt bei der Hausverwaltung beantragen. Wenn eine Eigentumswohnung finanziert werden soll, dann muss man der Bank neben den grundsätzlichen Unterlagen noch den Grundriss und die Wohnflächenberechnung zusenden, welche man auch beim Bauaktenarchiv bekommt, falls keine Unterlagen mehr da sind. Ganz wichtig ist die Teilungserklärung und der zugehörige Teilungsplan, auf welchem ersichtlich ist, welche Flächen des Mehrfamilienhauses der Eigentumswohnung zugeordnet sind, allgemeine Flächen sind, wo es Sondernutzungsrechte gibt und so weiter. Die Teilungserklärung kann man über die Hausverwaltung oder dem Grundbuchamt bekommen. Bei einer Neubaufinanzierung muss man weitere zusätzliche Unterlagen einreichen, einmal den Grundstückskaufvertrag oder eben den Kaufvertragsentwurf, eine Gesamtkostenaufstellung über die Baumaßnahmen durch den Architekten oder Bauträger, die eventuell bereits vorhandenen Werksverträge zum Bauvorhaben, eine Aufstellung über die Eigenleistungen, die man vielleicht erbringen möchte und falls ein Grundstück vor dem eigentlichen Bau erst noch erschlossen werden muss, auch eine Aufstellung der Erschließungskosten, welche man hier bei der Gemeinde bekommen kann. Wenn das Objekt noch modernisiert werden soll, muss man zusätzlich noch eine Aufstellung über die Eigenleistungen bei den Modernisierungsmaßnahmen und eine Kostenaufstellung einreichen. Und diese Kostenaufstellung, die sollte durch Kostenvoranschläge auch belegt sein. Sie sehen also, beim Verkauf und Verkauf einer Immobilie gibt es extrem viele Unterlagen, welche man vorbereiten muss. Ein Immobilienmakler ist hier sehr hilfreich, weil er Eigentümer unterstützt, fehlende Unterlagen zu beschaffen, beziehungsweise er nimmt das direkt selbst in die Hand. Und für viele Kaufinteressenten auch hilfreich natürlich, da alle Unterlagen zum Objekt direkt bei ihm aus einer Hand zu bekommen sind und er auch bei der Auswahl passender Finanzierungspartner behilflich sein kann. Sind alle Unterlagen aus der Aufstellung vorbereitet, kann der künftige Kreditgeber den Kreditantrag schnell ohne viele Rückfragen bearbeiten, so dass der Kauf und Verkauf der Immobilie zügig durchgeführt werden kann. So viel meinerseits zu diesem Thema. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Fachteil.